Sie sind unauffällig, sehen aus wie eine etwas größere Überwachungskamera, sind aber Scanner von Kfz-Nummernschildern. Diese dienten hier in Berlin bislang primär der Zustellung von Blitzertickets und Parkzetteln. Doch die Nummernschilder können mit heute längst verfügbarer Technik massenweise und vollautomatisch im normal fließenden Verkehr eben gescannt und ausgewertet werden, was den meisten Autofahrern überhaupt gar nicht bewusst ist. In 7 Bundesländern ist das bereits gang und gäbe. Berlin kommt als nächstes dazu, was nun per Gesetz festgezurrt werden soll. Aber eingesetzt wird der Scanner schon jetzt. Autos, überall und ständig unterwegs auf den Straßen unserer Stadt. Und hinter jeder Windschutzscheibe eine eigene Geschichte. Der eine fährt zur Arbeit, die andere ins Blaue und zwischendrin ist vielleicht auch ein gefährlicher Krimineller unterwegs. Doch wie findet man den? Die rot-schwarze Koalition will den gezielten Einsatz von Kennzeichenscannern, wenn die Polizei schwere Straftaten befürchtet. Es geht um internationale Schleuserkriminalität, es geht um Drogenhandel, Menschenhandel und ähnliche gravierende Dinge, wo es um das Auffinden von Tatfahrzeugen geht, wo es um den Verdacht geht, dass eine solche erhebliche Straftat unmittelbar bevorsteht. Und da hat uns die Polizei sehr plausibel gemacht, dass es besser ist, das auch automatisch zu machen. Mit den Scannern sollen Autokennzeichen erfasst und in Sekundenschnelle mit den Daten der Polizei abgeglichen werden. Gescannt wird erstmal jeder, doch wer nicht gesucht wird, soll schnell wieder gelöscht sein. Lediglich Treffer sollen gespeichert werden. Nur unter diesen Voraussetzungen sieht Berlins Datenschutzbeauftragter das Scanning auf der Straße als legitim an. Wenn die Technik sicherstellt, dass die Unverdächtigen gar nicht längerfristig gespeichert werden, sondern nach einem Sekundenanteil technisch sofort wieder aus der Datei gelöscht werden, ist das ein hinzunehmender Eingriff. So hat es das Bundesverfassungsgericht entschieden. Im Abgeordnetenhaus ist die Opposition noch nicht überzeugt vom Überwachungskonzept. Es wird dann zum Problem, wenn wir, weiß ich nicht, in 5 oder in 10 Jahren sagen, ach komm, dann machen wir doch ein bisschen mehr Speicherfrist, so wie wir ganz am Anfang von der Legislaturperiode die Speicherfrist bei der Videoüberwachung in der U-Bahn erhöht haben und so. Das passiert ja immer sukzessive, man fängt so ein bisschen an und dann geht es immer weiter, immer weiter. Schon jetzt hat die Berliner Polizei Kennzeichenscanner im Einsatz. Doch die Rechtsgrundlage ist fragwürdig. Die neue Regelung orientiert sich an der Brandenburgs, die als verfassungskonform gilt. In Brandenburg wurde 2012 in 133 Fällen das Kennzeichenscanning zur Gefahrenabwehr eingesetzt. Meist allerdings wurden vermisste Personen gesucht. Nur 2-mal sollten Straftaten verhindert werden. Für die Berliner Grünen bleibt die Frage, wie effektiv das Scanning ist. Ich bin da sehr, sehr skeptisch. Ich halte es für richtig, dass die Polizei sich gezielt an ein verdächtiges Fahrzeug setzt und nicht erst Tausende von Fahrzeugen rastert, sondern wirklich eine gezielte Fahndung ausschreibt. Und da, glaube ich, ist das Kennzeichenscanning zu aufwendig für den Erfolg. Die landespolitischen Diskussionen um das Kennzeichenscanning haben gerade erst begonnen. Ja, zum Thema begrüße ich den Staatssekretär in der Innenverwaltung, Bernd Krömer. Schönen guten Abend. Guten Abend, Herr Thal. Es wird schon seit einigen Jahren eingesetzt, seit 5 Jahren in Berlin, obwohl es noch kein eigenes Gesetz dafür gibt. Wieso geht das? Es gibt eine generelle Ermächtigungsgrundlage im § 25 des Allgemeinen Sicherheits- und Ordnungsgesetzes, die technische Möglichkeiten der Straftatenverhinderung vorsieht, die man einsetzen kann. Aber wir machen jetzt auch im Hinblick auf die Bedenken, die es ja verfassungsrechtlicher Art gibt, eine spezialgesetzliche Grundlage, die genau das umfasst, was ja auch in Ihrem Beitrag schon ausgedrückt worden ist. Das Bundesverfassungsgericht, auf das Sie sich ja berufen, hat auch gesagt, okay, das darf passieren, aber nicht anlasslos und auch nicht flächendeckend. Was ist denn ein Anlass? Ein Anlass ist zum Beispiel eine bevorstehende schwere Straftat, etwa ein Überfall auf einen Bahnhof, ein bevorstehender Mord oder wir hatten es 2013 im Zusammenhang mit der Sprengung von Geldautomaten. Das sind die ganz eng umschriebenen, jetzt im § 24c, die ganz eng umschriebenen Tatbestände, bei denen das zulässig sein wird. In Brandenburg wird das ja auch schon länger eingesetzt, auch schon genau. In großem Stile. Wir haben es auch gerade gehört, 2012 133 Mal, davon wirklich 2-mal nur zur Gefahrenabwehr. Die Effektivität wird auch so ein bisschen in Frage gestellt. Also ich glaube, wir reden ja hier über gravierende Straftaten und ich glaube, jede gravierende Straftat, wie überhaupt jede Straftat, die verhindert wird, ist ein Erfolg für ein solches System und deshalb würde ich das mal nicht an der Quantität festmachen, sondern an der Qualität. Was gibt es denn bis jetzt für Erfahrungen damit?
Also wir haben es in den letzten Jahren einige Male eingesetzt im Zusammenhang mit Mordfällen, im Zusammenhang, ich sagte es gerade schon, mit der Sprengung von Geldautomaten, mit bevorstehenden Anschlägen. Und die Erfahrungen sind gut. Und wir haben vor allen Dingen, weil die Frage nach der Effektivität gestellt wird, die Situation, dass mit dem automatischen Scanning auch großflächiger und vor allen Dingen bei Witterungslagen gearbeitet werden kann, wo sie manuell schwierig nur Dinge noch nachvollziehen können. Herr Kümmer, wenn Sie sagen, die Erfahrungen sind gut, was heißt das konkret? Konnten Sie dann die Täter dingfest machen? Es gab in einigen Fällen gab es tatsächlich Spuren, die dann auch zum Ergreifen von Tätern führten. Das Ganze ist natürlich auch recht kostintensiv. Was muss man da veranschlagen? Na, ich denke, so eine Kamera ist jetzt nicht so furchtbar teuer. Wir haben ja zwei von diesen Scanning-Geräten bereits. Wir haben einen Neukaufbedarf, der bewegt sich im fünfstelligen Bereich. Aber ich glaube, dass es unter dem Aspekt der Verhinderung von schweren Straftaten allemal gerechtfertigt. Natürlich für die Straftäter, aber viele Leute sagen sich, okay, meine Daten werden auch erfasst. Jetzt heißt es, in Sekundenschnelle müssen die gelöscht werden. Genau. Ist das technisch wirklich durchsetzbar? Wird das auch so getan und wer überprüft das? Das wird selbstverständlich so getan. Das ist auch technisch möglich. Es gibt ja kein Interesse der Polizei daran, hier nun flächendeckend alle Kraftfahrzeugkennzeichen zu haben, sondern es geht darum, ganz gezielt diejenigen, die ohne dies schon zur polizeilichen Fahndung ausgeschrieben sind, herauszufiltern. Die anderen Datensätze werden sofort vernichtet. Und wir haben ja die Situation, dass wir jährlich dem Abgeordnetenhaus zu berichten haben. Insofern gibt es auch eine Form der Evaluation, in welchen Fällen das dann tatsächlich eingesetzt worden ist. Und das ist ja eine wirksame Kontrolle. Gut, danke, dass Sie bei uns waren. Sehr gerne.